Hähne zu kommen. Endlich ist es soweit, das Kartenevent wird genervt. Oh mein Gott, es gibt eine zweite Union. Ugh. Was jetzt der Fall ist, wenn ihr es noch Dienstag schaut, werdet ihr noch aus diesen Kisten weitere Karten erhalten. Wenn ihr es jedoch am Mittwoch schaut, nach der Serverwartung, werden aus Kisten keine Karten mehr kommen. Das heißt, es gibt nur noch die regulären über Zeit. Und wenn ihr Granker macht, dass da die Wahrscheinlichkeit ist, und über Bosse. Das hat zur Folge, dass all die Karten nicht mehr reproduzierbar sind. Was euch niemand sagen kann, zumindest zum aktuellen Stand, und ich meine, es ist 18:35 Uhr, viel tut sich da auch nicht mehr. Das müsste die richtige Ali sein. Ja, das ist die richtige Ali. Schön. So. Also, was euch niemand sagen kann zum aktuellen Stand, ob die Karten, die man im Inventar hat, entfernt werden. Keine Ahnung. Ne? Wie passend, dass ich gerade aufnehme. Ich kann es euch auch nicht sagen. Auf jeden Fall wird es darauf hinauslaufen, was ich hätte, um ehrlich zu sein, gehofft, dass es schon quasi direkt am ersten Tag rauskommt, dass es ohne diese Reproduktion der Karten ist. Was jetzt aber passiert ist, dass davon auszugehen ist, es kommt ja auch noch dienstags hoch, dass jetzt bis Mittwoch, bis zur Serverwartung, die Leute intensiv Karten farmen werden und danach die restliche Zeit bis zum 8.1. benutzen werden, um diese Karten dann in aller Ruhe zu öffnen. Bei mir ist es so, ich habe bisher auch die legendären Karten, die ich mehr als 100 hatte, einfach weggeworfen. Das werde ich dann natürlich nicht mehr machen, weil sie sich nun mal nicht reproduzieren. Und selbst dann müsst ihr noch den immensen Zeitaufwand bedenken, den ihr benötigt, um allein ein einziges 100er-Stack zu öffnen. Das sind 300 Minuten und da noch nicht mal eingerechnet, dass ihr eine gewisse Zeit fürs Casten braucht. Tatsächlich wohl eher 400 Minuten, die ihr für ein 100er-Stack benötigt. Und das ist halt wirklich viel. 6 Stunden, 40 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also kriegt ihr ein Stack ungefähr in einem sehr intensiven Spieltag weg. Okay, für manche könnten vielleicht auch 3 Stacks in einem sehr intensiven Spieltag wegmachen. Ich will jetzt nicht die Vollsucht dies außen vor lassen. Aber für alle anderen gilt bis dahin, dass der Loot deutlich entschleunigt wird, dass es nicht mehr so viel ist. Womit ihr aber rechnen werdet, gehe ich stark von aus, dass die Gier der Leute dann ab morgen noch bei weitem mehr zuschlägt, dass aktiv an den China-Kisten und an den UltiVZ-Kisten geklaut wird. Achtet darauf, lootet eure Kiste, schaut, wer um euch herum ist. Ich kann euch sagen, tendenziell vormittags sind nettere Leute online. Ich hatte jetzt vormittags noch nie Probleme, dass mir weder China noch Ulti gescampt wurde. Jedoch könnt ihr es tatsächlicherweise nie ganz genau wissen. Fragt ihr euch jetzt noch, woher kriegt man die Karten? Also, die Karten kriegt ihr, das wollte ich gar nicht sagen, ich wollte Schlüssel sagen, Karten habe ich eben erklärt. Die Schlüssel bekommt ihr immer noch im 9., 10. und 11. Altar. Der da, der da und der da. Oder alternativ bekommt ihr ultimative Karten, auch wenn ihr legendäre Kisten lootet. So. Also nicht immer, aber sehr häufig. Das heißt aber, die speziellen Karten für die China-Box müsst ihr kaufen in den Altaren. Wenn ihr noch wissen wollt, wo sind die Positionen? Die Positionen, wir gehen jetzt mal eben uralt und normal nicht durch. Dafür war am Anfang das allgemeine Event-Video verlinkt. Legendär gibt es diese Positionen entsprechend der Karten. Die werdet ihr vielleicht auch abarbeiten, wobei, ganz ehrlich, ist erstmal, ich weiß nicht, was ihr eher haben wollt. Ich mache als erstes meine Ulti-Kisten und danach die China-Kisten. Macht es, wie ihr auch wollt. Die ultimativen Kisten sind hier. Hier ist Unterrach Maga, so eine kleine Insel. Da könnt ihr es drauf spawnen. Und dann haben wir noch natürlich die China-Kiste, die oben in der Ecke mit Pupurun ist. Also da müsst ihr dann hinlaufen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg noch. Falls ihr jetzt die letzte Zeit noch farmen wollt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Kisten dort, ah, jetzt werden sie endlich gelootet. Nicht wirklich gelootet werden. Ich finde es auch dafür, dass wir eine fast volle Union sind. Nicht ganz, aber fast. Sind es verdammt wenig Kisten, die hier gespawnt werden? Viele scheinen hier zu sein und, naja, auszunutzen, dass andere spawnen. Es ist immer noch Leute.
Selbst wenn ihr keinen Schlüssel kaufen wollt, weil euch das zu teuer ist. Aber die Karten heute Abend habt ihr noch. Und umso mehr Kisten ihr spawnt, umso mehr stehen allgemein rum, umso mehr Karten gibt es zum Reproduzieren. Zumindest noch heute. Das ist ab Mittwoch was anderes. Ab Mittwoch könnt ihr hier solo rumlaufen. Ist komplett egal. Nur jetzt gerade, was ihr... Ich mach mal eine Kiste, dass ich nicht direkt loote. Hier ist so eine Karte drin. Und für diese Karte sind wir hier. Und ab diese Karte ist ab Mittwoch nicht mehr da. Das heißt, dieses, was ich gemacht habe, dass ich tendenziell, wenn ich mal online war, ich habe das Event relativ an mir vorbeigehen lassen. Ich war nicht so viel online, wie ich hätte sein können, weil ich es schlicht nicht wollte. Und eine Hausarbeit geschrieben. Ich habe sie übrigens rechtzeitig abgegeben an alle, die da mir Glück gewünscht haben. Es ist abgegeben, ich weiß nur noch nicht, was die Note ist. Ich hatte schlichtweg keine Zeit hier, wie andere Leute. Ich kenne Leute, die haben 12.000 Karten gesammelt und mehr. Und das ist jetzt halt nicht für Otto-Normalspieler gewesen, so viele Karten hier anzusammeln. So eine kleine Info nebenbei, diese Hörner könnt ihr tendenziell eigentlich wegschmeißen. Soweit ich es gehört habe, ich habe es nicht ausgetestet, könnt diesen Sleep und so weiter auch im PvP benutzen, nur das ist nicht so stark. Und auf der anderen Seite, es schmeißt einen halb das Inventar gut voll und das muss nicht unbedingt sein. So, ich ziehe es nicht auf 10 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Looten noch heute und dann ab in den nächsten... Warte mal, drei? Drei, ne? Kurz nachgucken, nicht, dass was falsch sage. Ja, in den nächsten 3 Wochen bis zum 8.1. dann noch ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr hier aktiv hin und her lauft. Morgen kommt zumindest zu einem der beiden Videos, Events ein Video. Es kommen nämlich 2 Events morgen online am Mittwoch. Oder sollen online kommen. Ich hoffe natürlich, dass nicht die Karten, die man aktuell hat, entfernt werden. Davon steht aber nichts da. Und viel Spaß beim Looten. Bis denn.